Am Aschermittwoch ist alles vorbei, die Schwüre von Treue, sie brechen in zwei. So werden sie morgen wieder singen, die Narren, die Karneval gefeiert haben. Die einen werden es bedauern. Das sind die, die sich in den letzten Tagen und Wochen gefreut haben über den Karneval und die sich gefreut haben, mal richtig zu eskalieren. Die anderen, die werden sich freuen morgen, dass alles vorbei ist, dass endlich wieder Ruhe einkehrt in ihrem Leben. Die Karnevalsmuffel, für die ist der Aschermittwoch ein guter Tag. Ich persönlich denke immer, das hat schon sowas wie, naja, was von einem Gleichnis auf das Leben an sich. Karneval und Aschermittwoch, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Das Leben besteht aus fröhlichen Tagen, wo wir feiern, essen, trinken, uns in den Armen liegen und tanzen, zusammen singen und fröhlich sind. Und es besteht aus Tagen, wo wir traurig sind, wo wir Niederlagen zu beklagen haben, wo Schicksalsschläge uns ereilen, wo wir trauern und wo wir einsam und allein uns vorkommen. Karneval, Aschermittwoch. Das ist schon ein wichtiger Tag. Die gute Nachricht für den Aschermittwoch, der morgen kommt, ist, wir haben einen Herrn, der immer, wirklich immer bei uns ist. Am Aschermittwoch ist eben nicht alles vorbei, sondern dass Jesus bei dir ist und Jesus mit dir geht und mit dir lebt und dass er offene Arme für dich hat und nur darauf wartet, dass du dich nach ihm ausstreckst und zu ihm kommst und zu ihm betest. Das bleibt auch nach Aschermittwoch. Ich bin bei euch, sagt Jesus, alle Tage, bis an der Weltende, egal ob nun gerade Karneval ist oder Aschermittwoch oder irgendwas anderes im Laufe des Jahres. Ich wünsche euch allen einen guten Tag, ihr Lieben. Leider gibt es morgen, also am Aschermittwoch, keine Ermutigung, weil ich am Dienstag, wenn ihr diese Ermutigung seht, einen Termin habe zu einem Gespräch in Kassel und deshalb am Dienstag nicht die Zeit habe, was vorzubereiten. Aber am Donnerstag, da gibt es die nächste Ermutigung und da freue ich mich schon auf euch. Und denkt dran, wenn Sie morgen singen, am Aschermittwoch ist alles vorbei. Nein, es ist nicht alles vorbei. Dass Jesus mit euch geht, das bleibt. Einen guten Tag, ihr Lieben. Seid behütet, seid gesegnet, passt gut auf euch auf, passt aufeinander auf und bis morgen.